Nachbarschaft. Henrik geht mit seinem Hund spazieren. Anja macht derweil das Abendbrot. Hermann kommt nach Haus auf allen Vieren. Hilde, seine Frau, wünscht, er wär schon tot. Olli baut sich einen neuen Schuppen. Und er hämmert, sägt und schraubt mit Lust. Moritz träumt von ein paar tollen Puppen. Hilde, seine Frau, schiebt wieder Frust. Und ich sitze stumm auf der Terrasse, drehe meine Bratwurst auf dem Rost. Und pass auf, dass ich ja nichts verpasse in der Nachbarschaft in Rangsdorf Ost. Manfred hinten raus steht auf der Leiter und justiert sein neues Sonnenschild. Super Öko, das ist auch viel breiter als das alte, das der Sturm gekillt. Frau Professor Murks übt wieder Arien. Sultan, ihr Ciao Ciao, heult im Duett. Dr. Murks, der säubert die Aquarien. Seiner Keus, die schweigen und sind fett. Und ich sitz und zieh an meiner Lulle. Schau nur zu und denke mir mein Teil. Nehm genüsslich einen aus der Pulle und ich bete für mein Seelenheil. Herbert, 85, fegt die Straße. Geht nicht mehr so flott dafür, genau. Für Elli, seine Frau, kommt nicht zum Spaße vom Samariterbund die Pflegefrau. Und dazwischen rollen immer wieder Hermes, Postauto und DHL. Schmeißen ihre Päckchen in den Flieder. Online geht das Jahr noch mal so schnell. Und ich merke, ich muss jetzt doch mal pieseln. Hief mich hoch und schlurf bedächtig rein. Setz mich hin und lass es langsam rieseln. Abendstille hüllt mich gnädig ein. Alles ist jetzt wieder so wie immer. Ruhig, friedlich und ein bisschen fad. Was ich morgen mach? Was mache ich morgen? Keine Ahnung. Hab keinen Schimmer. Nee, wirklich, was kann ich denn machen? Ach, ich weiß. Ich setze mich aufs Rad.